Ja, hallo zusammen. Das ist die vorletzte Episode dieser kleinen, aber feinen zehnteiligen Web-Talk-Reihe. Es wird heute um MetaMost gehen. MetaMost ist praktisch so eine Art Slack in Open Source. Wie ihr gleich sehen werdet, sieht ja praktisch auch genauso aus. Aber was ist denn eigentlich Slack? Slack ist ein Programm, mit dem man mit anderen zusammen, es ist im Prinzip so eine Art Messenger, mit dem man also mit anderen zusammen in mehr oder weniger in Echtzeit kommunizieren kann, chatten kann, verhält sich so ein wenig so wie Signal, Telegram oder auch WhatsApp, bringt aber deutlich mehr Funktionalität mit, weil man praktisch über diesen Messenger miteinander zusammenarbeiten kann. Also man kann so Teams bilden, man kann in verschiedensten Gruppen zusammen arbeiten und man kann Dateien austauschen und im Grunde genommen eine ganze Reihe von Funktionalitäten ersetzen, die man normalerweise gewohnt ist, mit dem E-Mail-Programm durchzuführen. Und gerade so in Zeiten von Pandemien ist MetaMost auch aus so für kollaborative Arbeitszusammenhänge eventuell ein interessantes Werkzeug. Es verhält sich in meiner Wahrnehmung so ein wenig auch wie ein Chat-Client, der war teilweise auch mal in der Auswahl der Tools, die wir in der Schule zum Einsatz bringen wollten. Da war dann irgendwie im März letzten Jahres so ein bisschen die Frage, welches dieser Werkzeuge braucht es jetzt? Und es ist am Ende ein Moodle geworden, ein selbstinstalliertes, aber es war vorher MetaMost und es war auch vorher eine Nextcloud im Gespräch geworden. Ja, ist dann Moodle. Aber nichtsdestotrotz kann man das vor allen Dingen auch für solche Lerngruppen sehr, sehr gut benutzen. Wir gucken vielleicht zuallererst mal auf das, also wie sieht eigentlich MetaMost aus? Also bevor wir das gleich installieren werden und dann vielleicht auch noch mal einen kleinen Blick da reinwerfen können, aber dann bin ich da ja alleine, ist es jetzt vor allen Dingen mal wichtig zu wissen, was installieren wir uns da gleich eigentlich? Und ihr seht, zumindest für die Leute, die mal Slack benutzt haben, das ist vom Aufbau ziemlich ähnlich. Ja? Also man hat im Prinzip hier an der Seite Channels. Man kann sich so Favorite Channels bauen. Channels sind letztendlich sagen wir mal Räume, in denen themenspezifisch kommuniziert wird. Also nehmen wir mal an, ihr seid eine Schule, dann könnte man theoretisch dann könnte man letztendlich einen Raum einrichten für eine Klasse und könnte Channels machen für die einzelnen Fächer. Und da gibt es auf der einen Seite dann hier so diese Public Channels und dann gibt es aber vielleicht auch die Channels der Hauptfächer, die Fächer, die vor allen Dingen und auch viel unterrichtet werden, auf die man häufig zugreifen muss. Und vielleicht hat man auch noch private Channels mit Klassenkameraden, mit Lerngruppen und so weiter und so fort. Man kann, wie ihr seht, Dateien hochladen, man kann Videos einbinden und so weiter und so fort. So, also eigentlich der perfekte Client, um auch in der Schule zum Einsatz zu kommen. Das Problem ist, erstens, es ist nicht WhatsApp, was natürlich in der Schule einen datenschutzrechtlichen Vorteil bietet. Und zweitens, es gibt eine App dazu. Und in der App, die letztendlich so ähnlich funktioniert wie die Moodle-App. Also man würde sozusagen in der Moodle-App einfach ja nur die Webadresse seines Moodle-Servers eingeben. So kann man hier in der MetaMost-App, die es für alle Plattformen gibt, einfach den Namen seines Servers eintragen. Und diesen Server, den wollen wir uns jetzt installieren und danach kann man das Ding im Prinzip in einer App oder wo auch immer zum Einsatz bringen und nutzen. So, und das Ganze machen wir wie bei den letzten Malen auch über eine Uberspace-Installation und diese Uberspace-Installation, dazu gibt es auch eine passende Anleitung, die habe ich hier schon mal aufgeschlagen, unter lab.uberspace.de findet man
ganz viele davon, wie ihr seht. Und ich hatte hier zum Beispiel auch schon das sogenannte CryptPad draus gezeigt. Das steht hier. Und heute beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit MetaMost. Und da gibt es auch eine, sagen wir mal, Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das jetzt einrichtet. Und hier in dem Podcast bzw. in dem Webtalk werde ich nochmal so ein bisschen zeigen, auf was man vielleicht besonders achten sollte bei der Installation. Aber ich kann sagen, ich habe das heute Morgen schon mal test installiert, weil ich das vorher erst einmal installiert hatte und nichts anbringen lassen wollte. Und es hat sofort geklappt, die Installation. Ich habe wahrscheinlich irgendwie an ein paar Stellen eine richtige Entscheidung getroffen, obwohl ich auch hätte eine andere treffen können. Aber am Ende des Tages hat es dann ganz gut geklappt. Also, was wir wieder brauchen, ist unser Terminal. Den habe ich hier. Und dann muss man sich vorher natürlich einmal einloggen. Das haben wir bereits gemacht. Ich schiebe das mal eben hier rüber. Das haben wir bereits gemacht. Und jetzt sind wir im Prinzip OER Webtalk at Taylor. Wir sind jetzt im Prinzip auf unserem Uberspace-Server über LS. Kann ich mal gucken, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Und ihr seht, da gibt es schon diese MetaMost, dieses MetaMost-Verzeichnis. Nichtsdestotrotz werde ich das jetzt genau so installieren, wie ich das bereits installiert habe. Also, die beiden Schritte hier oben kann man sich schenken, es sei denn, man will herausfinden, wie sein SQL-Passwort in der Installation, in der Uberspace-Installation heißt, dann muss man hier oben diesen Befehl eingeben, myprint-defaults-client und dann bekommt man im Prinzip die ganzen Daten für die Einrichtung und die Verbindung zwischen euer MetaMost und der Datenbank zur Verfügung gestellt. Dann braucht man noch eine URL. Die ist im Prinzip bei Uberspace auch schon fertig, es sei denn, ihr wollt da eine andere URL nehmen, aber ich nehme jetzt mal die Standard-URL, nämlich bei mir ist das nicht Isabel, sondern Taylor, taylor.uberspace. Und was wir hier als allererstes tun müssen, ist mit wget download the most recent Linux-Tar. Und da müssen wir uns den richtigen Client holen und dafür sagen die, der liegt auf der MetaMost-Webseite. Also habe ich mir die MetaMost-Webseite aufgerufen und hier liegt das auch schon. Das ist das Target-Set, das ist die Datei, die wir kopieren. Und dann geben wir hier vorne wget ein. Das steht auch so in der Anleitung. So, gehen wir wieder auf zurück. Das steht hier auch so in der Anleitung, wget. Und dann kommt praktisch die URL dahinter, die ich mir gerade eben kopiert hatte, also diese. Und dann drücken wir Enter und dann lädt das gerade runter. Und zwar von MetaMost.com hier direkt auf meinen Uberspace-Server. Also das geht jetzt nicht mehr den Umweg über meinen lokalen Rechner, sondern das wird direkt dahin geschoben. So. Und wenn ich jetzt mit LS gucke, dann seht ihr, dass da auch schon mein Target-Set liegt. Und jetzt sagen die in dem nächsten Schritt, ich soll das entpacken. Mit diesem Befehl. Also tar xfv und dann muss dahinter dieses MetaMost. Und zwar genau das Target-Set, was ich mir gerade runtergeladen habe. Und das entpacken wir dann. So. Und dann gucken wir anschließend nochmal in das Verzeichnis. Und dann liegt jetzt hier unsere MetaMost-Installation. Die ist jetzt leider überschrieben worden. Ich hoffe, dass ich das gleich mit der Config-Datei nochmal richtig hinbekomme. Theoretisch kann man jetzt mit rm-r MetaMost das Target-Set löschen. Das brauchen wir nicht mehr. Das sind halt irgendwie 76 MB. Die müssen da nicht rumliegen. Und eventuell, wenn ich mal ein Update einspiele, vertue ich mich dann auch mit der Target-Z-Version. Deswegen lösche ich die an dieser Stelle, sodass ich jetzt nur noch mein MetaMost-Verzeichnis habe. Und dieses MetaMost-Verzeichnis, das liegt, ich rufe das mal hier kurz in meinem FTP-Server auf, das liegt jetzt auch hier.
ne? MetaMost. Und in MetaMost drin müssen wir, wenn wir jetzt, ne, wir haben hier das extrahiert und anschließend müssen wir die Datenbank kreieren. Die ist aber schon da. Die habe ich sozusagen schon eingerichtet. Aber was man hier braucht, ist offensichtlich einen ganz bestimmten Befehl. Und bei mir hat dieser Befehl nicht funktioniert. Also man soll hier bei Username, da hätte bei mir halt irgendwie OER Webta hingemusst. Das habe ich damit laufen gelassen. Das hat nicht funktioniert. Aber was man genauso gut machen kann, ist, dass man, ich muss gerade mal hier ein Stück Zoom beiseite schieben, dass man sein MySQL-Verzeichnis, also sein PHP MyAdmin aufruft. Das hatten wir, glaube ich, in Episode 2 und in Episode 1 hatte ich gezeigt, wie das geht. Und an dieser Stelle gibt man im Prinzip die Zugangsdaten an. Das muss ich jetzt hier einmal kurz tun. OER Webta und wir sind auf Taylor Uberspace. Ne. Machen wir mal einen Reload. Der Uberspace ist richtig ausgewählt. OER Webta. Und mal gucken, habe ich das hier richtig kopiert? So. Dann fügen wir das nochmal hier ein. Na bitte, wenn man es richtig macht. Und dann kann man hier auf Datenbanken drücken und hier jetzt die Datenbank einrichten. Die fängt immer an mit OER WebTA. Das ist im Prinzip auch eigentlich das, was hier steht. Da muss nämlich User und dann kommt, das ist bei mir OER WebTA und dann unterstrich MetaMost. Und diese Datenbank MetaMost, die habe ich, wie ihr seht, hier schon mal eingerichtet. Und die ist auch schon, wie ihr seht, gefüllt. Deswegen werden wir das jetzt auch erstmal nicht nochmal anfassen. Aber theoretisch schreibt ihr jetzt hier hinter MetaMost 1, nenne ich das jetzt mal. Und dann gehe ich auf Anlegen. Und dann legt er mir hier im Prinzip diese Datenbank an. Die ist jetzt leer. Und bei euch würde diese Datenbank dann heißt MetaMost heißen. So, und deswegen habe ich diesen Schritt hier in der im Terminal übersprungen und habe dann den nächsten Schritt genommen. Und im nächsten Schritt soll man die Config-Datei ändern. Da fühle ich mich eigentlich auch immer sicherer, wenn ich das über den Editor meines Vertrauens tue. Das ist in meinem Fall Smultron. Und in dem Fall steht hier, ich soll nach MetaMost config in die config.json-Datei. Okay, dann gehen wir mal hier, ich bin ja schon im MetaMost-Verzeichnis auf config in die config.json und da klicke ich hier bei mir auf Ansehen und Bearbeiten. Dann öffnet er das halt bei mir mit dem Smultron in einem falschen Monitor. Hier sieht man das. Und er hat das tatsächlich alles überschrieben. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal die neue Site-URL eintragen. Jetzt gucke ich einmal in meiner Anleitung, was muss denn da eigentlich rein? Da muss nämlich das hier rein und Isabel muss ich durch Taylor ersetzen. Alles andere kann dann so bleiben. Also hier zwischen die beiden Anführungsstriche kommt Taylor. Okay. Und dann soll ich finden die Stelle SQL Settings. Das kann ich, da habe ich hier oben bei mir so eine Suche, da kann ich das im Prinzip mit suchen. Hier sind die auch schon, die Settings. Und dann ist hier aber voreingestellt die Postgres. Ich habe aber eine MySQL-Datenbank. Und in diesem Fall, wir hatten das schon mal bei Moodle, ist der MySQL, habe ich am Anfang gedacht, nicht richtig. Aber das ist in unserem Fall die perfekte Eingabe. Und dann habe ich auf der Webseite das ist schon die fertige Installation, von MetaMost nochmal geguckt, was ist eigentlich bei den SQL-Settings hier unten eingetragen worden. Und das fängt hier direkt an mit mm-user. Also habe ich mir jetzt im Prinzip
diese Installation hier geschnappt. So. Und, nee. Und, Mist. So, hier. Und die müssen wir hier sozusagen reinkopieren. So. Und dann noch an ein paar Stellen ändern. Nämlich mein Super Secret Password. Das ist mein SQL-Passwort. Das muss ich euch jetzt tatsächlich mal eben hier reinposten. So. Und Isabel ist bei mir ja Taylor. Und hier haben wir nochmal Isabel unterstrich MetaMost. Ah, nee. Das sind die Daten, da muss OER WebTA hin und hier muss auch OER WebTA hin. Weil das ist sozusagen der Name meiner Datenbank. Und da steht noch WAP.de, das muss natürlich WebTE heißen. WebTA, genau. Okay. Alles andere, dann gucken wir nochmal in die Anleitung. Dann steht da noch 20, 36, 300, false. Encrypt Key, Query. Okay, sieht aber ganz gut aus. Das ist hier schon ein etwas älteres Skript aus einer Version, die, ja, die haben hier, wie ihr seht, eine 5.18 installiert und installieren gerade eine 5.31. Ne? So, dann soll ich in dieser Config-Datei an die Plugin-Settings gehen. So, die Datenbankverbindung, die haben wir hierüber versucht herzustellen. Und als nächstes suchen wir hier nach den Plugin-Settings. Und da soll ich offensichtlich die Directory anpassen. Das ist hier an dieser Stelle. Wir müssen kurz gucken. Directory. Und dann nehmen wir aber diese Directory Home. Und bei mir ist das nicht Isabel, sondern WebTA. Also OER WebTA. Also ersetzen wir das, was hier drin steht, durch das. Und hier muss OER WebTA rein. Ja. Und muss ich dann noch was ändern? Nee, die haben hier nur diese eine. Wir sind ja erst hier. Zweite Zeile, Client Directory, müssen wir auch ändern. Also kopiere ich mir das hier raus und füge das in die Client Directory ein. Hier. So. Und statt Isabel schreibe ich ja auch wieder OER WebTA. Und dann soll ich noch die File Settings Section suchen. Die ist hier und hier ist meine Directory da. Und da muss ich was anderes reinmachen, nämlich das hier. Also kopiere ich auch das und ersetze das. Und hier kommt OER WebTA rein und alles andere kann so bleiben. Dann habe ich im Prinzip alles fertig, was ich brauche. Ich speichere jetzt die Config-JSON-Datei ab und dann fragt mein FTP-Programm, soll ich die jetzt, haben sich Daten geändert, soll ich die hochladen? Und ich sage, ja, aber lösch mir bitte meine lokale Datei und lad die veränderte hoch. So, und die ist jetzt schon mal angepasst. Wir sehen hier 20.24 Uhr, das ist die aktuelle Uhrzeit. Das ist also ein aktueller Stand, der hier gerade steht. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Configure Webserver. Als nächstes sagen Sie mir, MetaMost rennt auf dem Port 8065. Und hier unten steht, wie ich das einrichten kann. Uberspace Web Backend Set. Port. Das heißt, wir geben das
hierher und ersetzen den Port durch die 8065. Ich gucke mal eben 8065, genau. Ich drücke mal Enter und gucke, was passiert, wenn man das einfach überschreibt, was ich heute Morgen gemacht habe. Und dann sollen wir als nächstes ein Verzeichnis, also eine Datei einrichten in dem Verzeichnis Services.d. Dafür gehe ich wieder hier in meinen FileZilla und gehe in dieses Verzeichnis Services.d. Das liegt ganz weit oben. Also das liegt sozusagen direkt in meinem Home-Verzeichnis, hier unter OER WebTA. Da gibt es eine ETC, ein ETC-Verzeichnis und da drin gibt es diese Services.d. Und da liegt schon diese MetaMouse-INI, die habe ich schon angelegt. Ihr würdet also normalerweise auf Verzeichnis erstellen gehen. Ich gucke jetzt einfach mal hier in diese Datei rein. Ich Verzeichnis erstellen, Datei erstellen. Guck einmal in die Datei rein. Und in diese Datei habe ich praktisch etwas reingeschrieben, was ich mir hier, ach, ihr könnt die gerade gar nicht sehen, so. Das steht praktisch in der Datei drin, MetaMouse-INI. Und das habe ich mir im Prinzip hier rauskopiert. So. Und habe das dann hier reinkopiert. Und dann auf Speichern gedrückt und auf Schließen. Und dann habe ich das hochgeladen. So. Und damit haben wir auch diesen Schritt fertig. Also wir haben praktisch das, so ein kleines Programm geschrieben, das dafür sorgt, falls der Server irgendwann mal neu gestartet wird, dass der MetaMouse direkt wieder auch neu startet. Und als nächstes muss ich diesen Dämon, also diesen Daemon einmal neu initiieren. Der guckt also jetzt in diesem ETC Services-D-Verzeichnis, ob da etwas Neues drinsteht. Also kopiere ich diesen Befehl hier in mein Terminal rein. No config updates to process. Processes heißt, eigentlich habe ich diesen MetaMouse-Service ja schon angelegt. Wir würden jetzt normalerweise hier auf Update gehen. Das ist auch passiert und dann kann ich über Status schauen, ob MetaMouse, ob der Dienst sozusagen läuft. Und wenn hier Running steht, ist das auf jeden Fall kein schlechtes Zeichen. Und jetzt steht hier als nächstes, you can point your browser to your URL and set up a user. Das heißt, ich gehe jetzt als nächstes in meine URL, die heißt oerwebta.uber.space und drücke die Enter-Taste und es funktioniert. Und ihr seht hier praktisch jetzt die Möglichkeit, euren ersten Nutzer einzurichten, also sozusagen den Admin. Und wie genau das geht, ist jetzt hier gar nicht mehr erklärt, weil man hält sich jetzt eigentlich nur an die Anleitung, die hier steht. Man trägt eine E-Mail-Adresse ein, man trägt einen Usernamen ein, man wählt ein Passwort aus. Augenblick, das muss ich mir mal eben hier generieren. Das Passwort, sicheres Passwort erstellen, nehmen wir dieses und fügen das hier ein. Ich muss das auch mal kurz eben speichern, falls ich da später nochmal drauf zurückgreifen muss. Und dann klicken wir hier unten auf Create Account. Ab hier habe ich es noch nie ausprobiert, ob es wirklich funktioniert. Jetzt müsste ich als nächstes erstmal ein Team kreieren, das no teams are available to join. Also es sind im Moment keine Teams angelegt und jetzt werden wir als werden wir gebeten, ein erstes Team anzulegen. Also create a team und wir nennen das Team mal OER Web Talk. Machen wir mal ein bisschen schöner, OER Web Talk. Let's install. Let's install. So.
oh, das war zu viel. Dann machen wir OER Let's Install. Vielleicht funktioniert es damit. Dürfen wahrscheinlich keine Leerzeichen drin sein. Machen wir das auch mal raus. Gucken, ob es dann geht. Yep. OER Let's Install ist jetzt meine URL, also OER WebTalk, also webtr.uber.space /OER Let's Install. Das ist ganz gut, so würde ich das gerne auch nennen, und ich klicke auf Finish und schon habe ich meine eigene kleine MetaMost-Oberfläche. Könnte jetzt Leute einladen, wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr auch gerne in der Gruppe schreiben, dann richte ich euch da einen Account ein. Hier gibt es so ein kleines Tutorial. Es gibt jede Menge Clients, mit denen man auch MetaMost als App laufen lassen kann. Ihr könnt sozusagen jetzt anfangen loszuschreiben. Ihr könnt Bots einrichten. Es gibt relativ viel Spaß rund um MetaMost, was man so mit installieren kann. Ich habe letztens von einem Freund gehört, die setzen das an Berliner Schulen ein und sind dabei, eine Bridge zu entwickeln, mit der es egal ist, ob du diesen MetaMost-Kanal aus WhatsApp, Telegram oder was auch immer bedienst. Es läuft sozusagen alles zentral hier rein. Und umgekehrt ist doch so, dass die Leute Nachrichten, die hier reingeschrieben werden, direkt per WhatsApp weitergeleitet bekommen. Das ist natürlich für Leute, die partout von WhatsApp nicht wegkommen oder auch von anderen Clients, eine sehr, sehr schöne Lösung. Hier ist vor allen Dingen der Ansatz, zu integrieren, gemeinsame Standards zu schaffen und nicht so sehr dafür zu sorgen, dass es noch eine weitere Gated Community gibt, in der sozusagen Lernen oder auch Leben stattfindet. Genauer hier einführen möchte ich und kann ich letztendlich auch gar nicht so richtig, weil ich bisher selbst mit MetaMost relativ wenig gemacht habe. Aber wie gesagt, wir können hier gerne eine kleine Gruppe gründen. Ihr schickt mir einfach per Telegram den Wunsch zu und ich sorge dafür, dass ihr hier möglichst schnell eine Einladung zugestellt bekommt. Ja, das würde ich sagen, ist der Job für heute gewesen. Eine vorletzte, eigentlich ist es die letzte Installation. Wir wollen uns nächste Woche nochmal stärker mit dieser ganzen Domain-Frage und ein paar administratorischen Fragen befassen, die so im Laufe der letzten 10 Iterationen aufgelaufen sind. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß bei MetaMost und beim Nachinstallieren. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Tschüss.